Und damit begrüße ich euch zurück hier zu Final Fantasy. Ja, der blutige Sturm geht voran. Wir müssen jetzt noch einmal Zenos besiegen, der jetzt mit Shiryu zusammen vereint ist. Deshalb müssen wir jetzt hier die königliche Menagerie angreifen. Aber ich bin diesmal nicht alleine. Wie schon beim letzten Video habe ich die gute Yume bzw. Chaos dabei und die gute Liz mit ihren Ciel. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, ich bin auch dabei. Genau, und die werden mich jetzt tatkräftig unterstützen, aber natürlich müssen wir jetzt erstmal überhaupt eine weitere Gruppe finden, weil zu dritt weiß ich nicht, ob wir den schaffen können. Och, easy. Und damit haben wir eine volle Truppe gefunden und die Hälfte der Truppe ist komplett aus unserer Gilde, beziehungsweise ist die komplette Gilde. Hallo nochmal an euch. Hi. Hallo. So, und da kommen wir auch angerannt. Im Prinzip die ganze Lalafee-Brigade da sind aus unserer Gilde. Oder ist unsere Gilde. Heute werden wir Spaß haben. Werden wir Spaß haben. Werft am besten erstmal den Lalafee dem Primare da zum Fressen vor. Und dann verschluckt er sich dran und wir haben gewonnen. Ich bin heute so fies wieder, oder? Ja, absolut. Ich habe festgestellt... Irgendwann wird mich wahrscheinlich das Lalafee-Syndrom ergreifen. So. Oh, so, cool, ich soll Haupttank sein. Okay. Prepare yourself for the Lalafee. Nicht vergessen, den Boss ins Fokus zu setzen. Und da haben wir schon vergessen. Die Phase. Oh mein Gott, das ist ja schon ewig her. Ja. Was ist jetzt gerade passiert? Er hat uns reingezogen, wir hätten weiter hinten stehen müssen, glaube ich. Ja. Gut, das ging ja dann schnell. Ja, schön, dass man es jetzt erklärt. Ich bin schon wieder munter. Kann schon losgehen. Okay. Ganz schön raus. Ja, ich bleib hinten. Wir müssen einfach nur wirklich aufs Feld schauen. Ja. Müssen wir erst rechts hin? Oder? Ja. Ja, genau. Nein! Was? Wie Gott das? Ja. Aber ich war. War eh schon zu nahe. Das war nicht weit genug rechts. Ja. Zweiter kommt. Zack, alles da. Alles gut. Nein! So, du bist wieder da. Und da sollte man weggehen aus diesen Feldern. Und hab wieder die Argo passt. Ionenschlag, also weg aus dem Weg von Wasser. Yep. Ich frage mich gerade, gegen was du eigentlich kämpfst. Also so weit hinten wie du stehst. Mit deiner Axt. Gegen seinen ganzen Körper. Mit seiner Präsenz. So, oder? Und jetzt da runter. Und dann Sprint aktivieren. Geht auch ohne Sprint, glaube ich. Naja. Zuerst mal diese Phase überleben. Naja.
Wir wissen ganz genau, was da alles passieren kann für Spaß. Mit der Mitte, mit der Mitte. Mit der Mitte, mit der Mitte. Schon? Egal. Egal. War, glaube ich, wirklich egal. Vom Minimal Damage. Stun ist draußen. Was? Ich hab Aggro. Ich sehe es gerade. Irgendwo in einer Ecke. Ah, da schon. Irgendwo, ja. Okay. Bist wieder da. Alles gut. 12 Sekunden. Ja, man merkt, ich bin doch eher am unteren Ende des Minimum Ausrüstung. Du kommst wieder, keine Panik. Das ist nicht wegen dem, aber einfach nur das da. Movement muss stimmen. Und das kann man einfach nicht. Haben wir jetzt nach. Okay, Dings jetzt wird's lustig. Ja. Mal gleich zurück, oder? Oh Gott. Was? Bereit, bereit, bereit. Ja, genau. Button gesmashe schnell! Aber die ganze Sequenz da ist einfach nur cool. Okay, einer hat es nicht geschafft. Ja, ich wusste nicht, dass ich was machen sollte an der Stelle. Achso, Space oder Enter drücken. Ja, ja. Es geht auch mit der Maus. Ach, draufklickt. Okay, was ist jetzt passiert? Ja, ich weiß wirklich nicht. Wow, 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 wow. Ah, das geht sich aus. Sehr schön. Ja gut, er macht jetzt gerade irgendwie ein AOEs über mich, aber... Ja, das ist wieder da. Nicht verpassen, bei Agmon, da solltet ihr weggehen. Weg da. Von uns. Weil bei Agmon da ist auf den Schwanz gehen. Ja, das ist halt wichtig. So. Rotes wird nachgekastet. Wenn ihr diese Ketten habt, dann solltet ihr weg voneinander gehen. So. Und ja. Wenn er das nächste Mal Eis castet, also irgendwas mit Eis, dann nicht bewegen. Denn sonst rutscht ihr herum. Eissturm kommt. Genau, nicht bewegen. Und raus. Und aufpassen jetzt auf diese Ball. Gebrochenen Felder. Fast zerbröckelt. Ah, in der Nähe vom Sturm hingehen. Damit er euch nicht weghaut. Alles gut. Jo, wir schaffen das schon. Achtung! Ich werde schon automatisch wieder belebt. Ja, das ist schon von der Lisa ein Makro. Nein, ich habe noch kein Makro davon. Noch nicht. Das geht noch. Nicht so tragisch. Und weg. Wie schaut unser Damage eigentlich aus? Das ist gut. Das ist fein. It's fine. Genau. Okay. Und jetzt? Ihr habt die Ketten. Ja. Diamantenstaub, nicht mehr bewegen. Ja genau, jetzt habt ihr klar das. Agmon, ich muss Mana. Ich zusammen mit dem Dings gehen. Hast du Mana ready? Ja. Danke. Und wir haben es schon so gut wie geschafft. So, danke. Wow. Und darüber laufen. Also das ist wirklich der einzige Dungeon, was ich sage. Ja, da müssen wir jetzt unbedingt Sprint einsetzen. Nee, brauchst du eigentlich nicht. Wenn du weißt, wo du lang rennen musst, geht dann auch ohne Sprint wahrscheinlich. Schafft! Ja, aber aus Sicherheit. Applaus, Applaus, Applaus. Oh, da geht er doch.
So. Na, das war doch ein Spaß. Ja. Und eine kleine Auffrischung wieder für uns auf Movement. Movement zu achten. Generell meine Klasse mal wieder aus. Ja. So. Ich schon ein Weilchen her, gell? Ja. Gucken wir uns mal die Zwischensequenz an. Alles in Ordnung? Xenos! Was für ein Kampf. Was für ein Hochgefühl. Hochgefühl? Du tickst ja nicht richtig. Weißt du, wie viele Opfer dein Wahnsinn gefordert hat? Dummes Kind. Leben fordert Opfer. Nur wer dieses Gesetz versteht, kann wirklich leben. Aber dein Verständnis ist nicht von Belang. Meine Darbietung war meisterhaft. Durch den Einsatz unseres unersetzlichen Lebens zum Spektakel erhoben. Mein Herz hat sich lange nach einem solchen Moment der Klarheit, der Lebendigkeit gesehnt. Kein weiterer Augenblick wird diesen übertreffen. So soll ihm auch kein weiterer folgen. Er will dich umbringen. So kommst du uns nicht davon. Leb wohl, meine einzige Genossin, meine Jägerin. Was ist passiert? Xenos ist tot. Er hat den Kampf verloren und sich das Leben genommen. Dann ist es also vorbei. Er ist uns entkommen. Dieses kranke Ungeheuer. Nur aus Vergnügen zu töten. Wenn ich daran denke, wie viele unserer Freunde ihr Leben wegen seiner absurden Überzeugungen verloren haben. Aber am Ende haben wir gewonnen. Wir sollten lieber an die Lebenden denken als an die Toten. Du kannst dein Haupt mit Stolz erheben, Lisa. Du hast Unvorstellbares geleistet. Deine Heimat ist frei. Juble laut, sodass es all deine Kameraden im Himmel hören können.
Ja, du hast ja recht. Ich versuch's. Ich danke dir. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte Zenos gesiegt. Lass uns gemeinsam feiern. Die Befreiung von Alamigo. In Scharlachrot hatte es begonnen. Und ebenso endete es. Ein verwegener Sturm auf Alamigo. Und plötzlich waren wir frei. Freiheit. Was ist das eigentlich? Wir wollen frei sein, um zu leben und Träume zu haben und ihre Erfüllung zu ersehen. Frei, eine Wahl zu treffen. Doch gerade das machte Brüder zu Feinden. Denn die Umstände, in die wir geboren werden, prägen uns genauso wie unsere Abstammung. Die Domana, die Migiten, selbst Zenos, der vom unschuldigen Säugling zu dem Monster heranwuchs, das er war. Sie alle waren Kinder ihrer Zeit. Die 20 Jahre galeischer Herrschaft haben Spuren in Alamigo hinterlassen. Unser Volk ist gespalten. Und diese Kluft lässt sich bestimmt nicht sofort schließen, aber ich gebe nicht auf, Papa Limo.
Ich habe den Wert unserer Freiheit begriffen. Ich erinnere mich an den Rauch und die Trümmer und die Toten. Ich weiß, welchen Preis wir dafür bezahlt haben. Wie groß die Opfer waren, die wir bringen mussten. Und ich werde alles tun, damit es nicht umsonst gewesen ist. Alamigo soll so werden, wie sie es gewollt hätten. Eine wahre Heimat für uns alle. Das verspreche ich. Ein Ende ist ein Anfang. Das düstere Kapitel von Alamigo als galäischer Provinz ist beendet. Und die Geschichte unserer Heimat beginnt neu. Möge sie Bestand haben. Und damit haben wir Final Fantasy XIV Stormblood durchgespielt. Es ist nicht das Ende von Final Fantasy XIV, aber zumindest der Hauptgeschichte. Wir werden uns in den nächsten Folgen jetzt zwar erstmal mit den Klassen- und Jobquests befassen, aber bald werden wir der Hauptquest weiterfolgen, wenn wir in den Content von Patch 4.1, 4.2, 4.3 und bald kommt er 4.4 Ende Mai. Da haben wir also noch viel, viel vor uns. Und ich bin relativ sicher, dass wir im Sommer schon das nächste Add-on angekündigt bekommen. Denn nächstes Jahr im November ist in Paris schon wieder ein Final Fantasy Fanfestival. Oder zumindest in Frankreich. Und ich bin ganz sicher, da werde ich auch dieses Jahr hingehen. Und dann werden wir wahrscheinlich auch wieder den ersten finalen Trailer zu Final Fantasy XIV, wie auch immer das Add-on heißen mag, sehen. Na endlich. Ihr habt mich ganz schön Nerven gekostet. Allen Äther für den Prima E verbraucht, hm? Umso besser. Zeit, endlich aufzuräumen. Auf nimmer Wiedersehen, Nidhogg. Zenos! Zenos! Es ist nur verständlich, wenn euch der Tod eures Sohnes schmerzt, Eure Exzellenz. Pah! Verschone mich! Oh, dann ist es also das Gegenteil. Sein Los berührt euch nicht. Nun, wer sein Reich mit harter Hand zur Herrschaft über die gesamte Welt erheben will, opfert zuweilen auch sein Eigenfleisch und Blut. Zenos war nicht zum Kaiser geboren. Es ging ihm immer nur um sein Vergnügen. Ich hingegen habe ein Ziel, eine Vision. Diese Welt muss von den Götzen befreit werden, die sie aussaugen. Und von euch Astiens, die ihr die Willen zu immer weiteren Beschwörungen anstiftet.
Wenn ihr damit meinen Brüder in Schwarz meint, halte ich euch nicht auf. Mein Ziel ist das eure, diese Welt zu retten und ihr die ursprüngliche Form zurückzugeben. Die ursprüngliche Form der Welt. Zolgdiaks zersplitterte Kraft zu einen, um ihn dann erneut mit Heiderlin zu verschmelzen, so wie es am Anbeginn war. Aber ob denn tatsächlich noch Leben existiert, wie du behauptest, wer weiß. Aber selbstverständlich, vergesst nicht, dass ich über Wissen verfüge, das jeder Vorstellung übersteigt und Kräfte, von denen Sterbliche nur träumen. Seht selbst, Kaiser Varys. Dein Gesicht! Wow, wir haben es echt geschafft, Lüsse. Wir haben es geschafft. Endlich, endlich haben wir Alamigo zurückerobert. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie mir zumute ist. Mein Vater und Ida wären so glücklich. Und Papa Limo, Konrad, Mefrit, all unsere treuen Freunde und Minifilia auch, wenn sie nur alle hätten dabei sein können. Aber ganz sicher sehen sie auf uns herab und jubeln mit uns. Ich habe dir so viel zu verdanken. Ah, aber lass dich nicht aufhalten. Sieh nur, alle warten auf dich. Die Heldin, die Zenus zur Strecke gebracht hat, lass dich gebührend feiern. Dann reden wir mal mit allen. Ups, die sind hier oben alle. In die andere Richtung. Yugiri. Du hast unglaubliche Stärke bewiesen. Zenus zu besiegen ist keine Leichtigkeit. Neidest du Tara etwa ihren Triumph? Ihr beliebt zu scherzen. Und gewiss, ich würde lügen, wenn ich meinen Ehrgeiz leugnete. Doch ich bin selbst schon einmal an Zenus gescheitert. Gerade deshalb weiß ich, welchen harten Gegner Tara in ihm überwinden musste. Dafür hat sie meinen Respekt. Ja, Zenus ist tot. Nur das zählt. Der Tod meines Vaters ist endlich gerecht. Auch, dass ihr Hakuru und die Wolfsleute zur Einsicht bewegen konntet, ist ein großer Verdienst. Wie gut, dass Alfino an den diplomatischen Weg gedacht hat. Ja, wir danken dir ebenfalls. Nicht nur, dass du uns von den Galeeren befreit hast, du hast auch gut und ehrbar gekämpft. Es war mir eine Ehre, gemeinsam mit dir in die Schlacht zu ziehen. Mögen wir in einer glücklichen Zukunft schreiten. So, dann die nächsten. Tancred. Tancred hat nichts zu sagen. Ich muss an Mephilia denken, weißt du? Ich habe bis heute nicht verziehen, dass meine Dummheit den Tod ihres Vaters verschuldete. War Burton und die kleine Askilia, wie sie damals noch war. Alamigo war ihre Heimat. Hoffentlich spürt sie auf irgendeine Weise, dass die Galeer nun vertrieben sind. Alfino? Irgendwie kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass du einmal unterliegen könntest. Aber ich muss sagen, dort oben in Zenos Menagerie hatte ich eher ernstliche Angst um dich. Ich weiß, du fühlst dich vielleicht unbehaglich, wenn ich das sage, aber du bist einfach eine wahre Heldin und ein großes Vorbild. Du bist nicht nur stark, sondern du schaffst es auch immer, uns zusammenzuschweißen. Gemeinsam mit dir haben wir schon Schwierigkeiten bestanden, die unüberwindlich schienen. Dieses Talent ist wirklich bewundernswert. Ja, um dich sammeln sich die unterschiedlichsten Leute, um auf ein und denselben Ziel hinzuarbeiten. Wie bei der Operation Rhaegars Komet. Du hast bedeutenden Anteil an unserem Sieg. Und was für einen wichtigen Sieg.
Er wiegt umso schwerer, wenn ich daran denke, wie viel Leben dafür gegeben haben. Papa Yamo allen voran. Nago? Juhu, geschafft! Sieg! Wir haben gewonnen! Tara, Alamigo ist wirklich frei! Oh, ich kann es echt gar nicht fassen, wie du siehst. Aber es ist einfach wie im Traum. Es war also doch nicht umsonst. All unser Mühsal, unsere Opfer, unsere Freunde, die für unser Ziel gestorben sind. Papa Yamo, Mayfred, Kommandant Konrad, sie waren so glücklich. Ach, Tara, es tut mir leid. Ich muss einfach... Warum muss ich weinen, wenn ich doch so glücklich bin? Bitte schau weg, Tara. Ich... Viska? Ha, geschafft. Worauf warten wir noch? Sagen wir es den Leuten aller Ghana. Wir werden jubeln. So, jetzt noch Rauban. Und damit die Allianz. Ah, Tara, gut, dass du gekommen bist. Unsere Heldin, nein, unsere Befreierin. Die 12. Legion hat die Waffen gestreckt, als sie von Zenos Tod erfahren haben. Damit ist die galerische Besetzung von Alamigo nach 20 langen Jahren endlich beendet. Natürlich ist damit noch nicht getan. Eine Monarchin kommt nicht in Frage. Monarchie kommt nicht in Frage. Die Staatsordnung von Alamigo muss ganz neu aufgebaut werden. Das ist wahr, Vater. Wir haben einen gewaltigen, richtigen Schritt in die richtige Richtung getan. Aber es ist nur der erste Schritt auf einem langen Weg. Wir müssen Vertrauen in die Megiden haben. Nach Tedericks Diktatur wurden sie 2 Jahrzehnte lang von den Galeeren unterdrückt. Von Willkürherrschaft haben sie die Nase voll. Sie werden alles daran setzen, ein besseres Alamigo zu errichten. So, aber jetzt nochmal zurück zu Lysse. Der eigentlichen Heldin hier. Hast du mit allen geredet? Dann komm doch bitte einen Moment mit. Ich möchte Ralgas Macht einen Besuch abstatten. Gemeinsam mit dir und unseren besten Kameraden. Dort hat alles begonnen. Deswegen muss es dort auch abgeschlossen werden. Tara, wenn du nicht gewesen wärst, hätten die Megiden diesen Tag des Triumphes nicht erlebt. Ich danke dir, dass du den langen Weg an unsere Seite gegangen bist. Es ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich würde dir gern was sagen, dir und den anderen. Kannst du mal kurz warten? Liebe Freunde, ich werde euch nicht lange aufhalten. Ich wollte euch noch einmal danken. Natürlich, nur mit einem kurzen Danke allein kann ich gar nicht ausdrücken, wie viel ihr für mich getan habt. Aber ihr habt ja auch nicht für schöne Worte gekämpft, sondern weil ihr von der Sache überzeugt wart. Und ich werde euch beweisen, dass euer Einsatz nicht umsonst war, indem ich Alamigo auf den richtigen Weg helfe. Ich habe statt Konrad an der Spitze der Befreiungsarmee gestanden. Und deswegen trage ich jetzt die Verantwortung dafür, wie es mit der Stadt weitergeht. Das heißt aber auch, dass ich nicht mehr neutral sein kann. Und deswegen wollte ich euch offiziell sagen, dass ich den Bund der Morgenröte verlasse, bis Alamigo wieder aufgebaut ist. Das ist vielleicht egoistisch, aber ich habe mich entschieden. Was? Du willst dich davor drücken, uns all die Gefallen zurückzuzahlen, die du uns noch schuldest? Naja, also... nein, ich... Das war doch nur ein Scherz. Aber eines sage ich dir im vollen Ernst. Auch wenn du kein Mitglied unseres Bundes mehr bist, bleiben wir doch immer Freunde. Jetzt und für immer.
Richtig? Richtig. Wenn du uns brauchst, dann melde dich, verstanden? Wir werden zur Stelle sein, das verspreche ich. Ihr Stohler, ihr seid alle so nett. Ich wollte doch nicht weinen. Verflixt. Wer hätte gedacht, dass Fischen so schwer ist? Statt im Jenseits wache ich am Strand auf. Lebend. Zumindest lässt mein knurrender Magen mich das vermuten. Tja, ich beschwere mich nicht. Der Himmel hat wohl noch etwas mit mir vor. Und wen haben wir da? Sieht aus, als wäre noch jemand dem Tod von der Schippe gesprungen. Ein paar Leute aus der Gegend haben mir gesagt, dass dieser Krater vom Kampf zwischen Jinru und Omega stammt. Der Primar wurde von Zenus eingefangen, wie wir wissen, aber von Omega fehlt jede Spur. Allerdings habe ich große Energiemengen am Grund des Kraters gemessen. Ich sehe da noch ein paar Hürden auf uns zukommen, aber Omegas Reaktivierung war auch mein Werk. Da muss ich mich natürlich auch ums Aufräumen kümmern. Nun hör dich mal an mit deinem verantwortungsvollen Gerede. Da steckt doch wohl eher persönliche Neugier dahinter. Dir ist schon klar, dass du den Metallwerken damit wertvolle Ressourcen abgräbst. Also ich sehe schwarz fürs nächste Quartal. Das siehst du falsch, Jesse. Unsere Mitarbeiter können dabei wertvolle Erfahrungen sammeln. Genau, indem sie hochinteressante Technologie auf Nimmerwiedersehen begraben. Wenn dir die Zukunft deiner Firma lieb ist, Sid, dann bring dieses Unsinnsprojekt schleunigst zu Ende und gib mir meine Mitarbeiter zurück. Aber ich weiß ja, dass ich mir das abschmicken kann, wenn du das Projekt alleine leitest. Und deshalb war ich so frei, Kraft meiner Befugnis als stellvertretende Präsidentin der Galon Metallwerke einen höchst kompetenten, technisch äußerst visierten Mitarbeiter mit reichhaltiger Erfahrung einzustellen. Als zweiten Projektverantwortlichen sozusagen. Was? Na, setz mich doch nicht so unter Leistungsdruck, Chefin. Aber keine Sorge, Erwartungen sind dazu da, von mir übertroffen zu werden. Moment mal, Jesse, wie konntest du nur? Doch nicht ausgerechnet... Doch nicht ausgerechnet, Nero. Ach, du tust mir weh. Wir haben doch ein gemeinsames Projektchen zu erledigen. Omega wartet schon auf uns.
Du bist nicht die hellste, Jesse, oder? Ein Bluthund ohne Jäger, ein gedüngtes Kaiserreich. Der Sturm ist noch nicht vorbei. Glaube ich zumindest, stand da. So, damit haben wir es geschafft. Und da wartet auch schon die nächste Quest auf uns, die für den Patch 4.1 stellvertretend ist. Allerdings werden wir den uns ja erst in ein paar Folgen widmen, denn nun kommen erstmal ein paar Klassenquests. Aber ich sag jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir haben Stormblood endlich geschafft. Yeah! Und damit macht's gut und danke, dass ihr mich so treu begleitet habt auf dieser Reise durch Stormblood und auch noch auf allen Abenteuern, die uns weiter erreichen. Wow, das war jetzt aber echt ein Ritt. Macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt. Ciao, ciao.